was kann man mit dem Wurzelkriterium machen? Mit dem Wurzelkriterium kann man herausfinden, ob eine Reihe konvergiert oder divergiert. Wir haben eine Reihe gegeben und diese Reihe ist konvergent, sie konvergiert also, wenn der Lima Superior Ausdruck auf der linken Seite kleiner als 1 ist. Sie divergiert, wenn der Lima Superior n geht gegen unendlich von der n-ten Wurzel Betrag a n größer als 1 ist. Also sie konvergiert, wenn das Ganze auf der linken Seite kleiner als 1 ist, und sie divergiert, wenn das Ganze auf der linken Seite größer als 1 ist. Wenn jetzt eine Folge und Anführungszeichen mehrere Grenzwerte hat, dann spricht man von Häufungspunkten. Der Ausdruck mehrere Grenzwerte ist falsch, doch so kann man sich das besser vorstellen. Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass jede Folge höchstens einen Grenzwert haben kann, aber möglicherweise mehrere, vielleicht sogar unendlich viele Häufungspunkte. Und der größte Häufungspunkt wird dann mit dem Lima Superior berechnet, also mit dem Lim Sub. Schauen wir uns ein Beispiel an und wir berechnen das Ganze mit dem Wurzelkriterium. Wir haben also eine Reihe gegeben, die Summe n ist gleich 1 und das Ganze geht bis unendlich, 2 hoch minus n. Und wir wollen herausfinden, ob diese Reihe konvergiert oder divergiert. Also wir haben unsere zwei Ungleichungen und wir setzen das Ganze ein und schauen, was rauskommt. Wir können das Ergebnis dann deuten und schauen, ob es kleiner oder größer als 1 ist. Unsere nächste Frage ist, was ist unser an? An ist das, was rechts neben der Summe steht, nämlich 2 hoch minus n. Wir setzen das Ganze ein. Also Lima Superior, n geht gegen unendlich, von der n-ten Wurzel Betrag 2 hoch minus n. Der Betrag von 2 hoch minus n ist 2 hoch minus n natürlich. Und die n-te Wurzel von 2 hoch minus n schreiben wir um. Die n-te Wurzel schreiben wir mit hoch 1 Entel. Und mit dem Potenzgesetz multiplizieren wir die Hochzahlen, nämlich minus n mal 1 durch n ist gleich minus n durch n. Lima Superior dürfen wir nicht vergessen. Und dann können wir kürzen. N durch n, das ist 1. Dabei nicht das Vorzeichen vergessen, das Minus nehmen wir mit. Also Lima Superior n geht gegen unendlich von 2 hoch minus 1. Was ist der Grenzwert davon? Der Grenzwert ist dann 1/2. Noch zur Info, wenn wir Hochzahl minus 1 haben, dann dürfen wir die Hochzahl wechseln und im Nenner unten reinschreiben. Also x hoch minus 1 wäre dann 1 durch x. Und der Lima Superior von 1/2 ist 1/2. Und wenn wir das Ganze jetzt einsetzen und schauen, was könnte richtig sein? 1/2 ist natürlich kleiner als 1 und jetzt wissen wir, die Reihe ist konvergent und konvergiert gegen 1/2.